Die Nacht ist vorbei. Und Cappy muss in einer Stunde zur Arbeit. So, wie sieht's denn aus hier bei den Leuten? Och, Blase, Hunger. Erstmal gehen wir auf Toilette. So, erstmal auf Toilette gehen. Was blinkt denn hier eigentlich ständig dauernd? Verdammt. Option wählen. Tierklinik, Einzelhandel, Restaurant. Nein, müssen wir nicht. Halt einfach die Fresse. So. So, was macht sie denn schon Schönes? Wie geht's Lori denn heute Morgen? Oh, sie müsste eigentlich auch mal auf Toilette, aber sie hat sich natürlich schon einen leckeren Kuchen genommen, ne? Kuchen. Ja, es ist ein neuer Tag. Es ist Montag. Die Arbeit ruft in Kürze. So, Jung, iss mal was. Na, bevor du zur Arbeit musst, musst du was essen? Lori geht ein bisschen später zur Arbeit als er, ne? Was muss sie denn noch machen, verdammt? Level 3 der Schreibfähigkeit erreichen. Und Bücher schreiben. Ah, das muss sie auch noch machen. Ah, sie hat Muskelkater. Lori, du gehst erstmal auf Toilette. So. Ja, der Kerl ist einfach unglaublich, ne? Zieht einfach nicht die Toilette ab. So, begleiten wir Cappy ins Krankenhaus? Schauen wir mal wieder, was er da so für täglichen Unsinn verzapft. Ich glaube, wir gehen mal mit. La, 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 la. La, 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 la. So, da ist er ja. Was muss er denn machen? Die ideale Stimmung wäre konzentriert, aber er ist hier gut gelaunt. So. Drei Patienten behandeln. Schaffen wir. Kriegen wir hin. Kalkulu, Rangoya, Kalkulu. Aber er hat immer noch Hunger. Gut, es ist noch nicht viel los. Ach, das sind ja schon welche. Weißt du, warte, fangen wir direkt mit der Arbeit an. So, hallo. Ach, guck mal. Unser Vermieter ist da. Na, untersuchen wir ihn mal, ne? Über den Allgemeinzustand reden. So, mein lieber Herr, sei da. Wir haben jetzt mal, ne, uns zu unterhalten. Ich habe gehört, dass du hinter meiner Frau her bist. Ihr verbringt immer sehr viel Zeit miteinander. Das geht irgendwie gar nicht. Ich werde dich voll Drogen pumpen. Und, Sag mal her, mach mal AA. Na gut. Und, wir machen mal ein paar... einen Abstrich machen. So, mal den Mund aufmachen. Beim ersten Mal hat's geklappt. Wunderbar. So, natürlich kann ich dir jetzt nicht weiterhelfen, denn, eine Röntgenuntersuchung anordnen. Aber warum? Da sehe ich doch gar keinen Grund. So, ich werde erstmal die Patientenprobe analysieren. Analyse üben. Nee, gar nicht wahr. Nein. Wir können das. Wir machen eine Analyse. So, die Patientenprobe. Dieser biologische Abstrich eines Patienten ist bereit für die Analyse. Machen wir das mal. So, stellen wir uns mal lieber nicht so dumm an. Hey Rowling, tut mir leid, dass ich keine Zeit hatte, aber ich musste etwas Wichtiges mit meiner Frau unternehmen. Das kannst du hoffentlich verstehen. Als guter Kumpel verstehst du das natürlich, nicht wahr? So. Aha. So, was hat der gute Mann denn? Wenn er nichts hat, dann verpassen wir ihm was. Er kriegt erstmal einen Monat Bettruhe. Na, das ist doch mal eine Hightech hier. Ah, ja, interessant. Ich verstehe. Analyse abgeschlossen. War er erfolgreich. Eine Infektionskrankheit handelt, die Cappy diagnostizieren und behandeln muss. Ergebnisse der Analyse protokollieren.
Wie machen wir das denn? So, erstmal hier. So, Ergebnisse analysieren, protokollieren. So, was für ein anstrengender Arbeitstag. Da geht es schon direkt gut los hier. Ja, die Analyse ist abgeschlossen. Gut. Ja, essensmäßig. Was macht er denn da? Alter, du sollst das einfach in die Akte eintragen. Nee, der Käppi, du. So. Dann wollen wir ihn jetzt mal hier, so. Patienten untersuchen kann ich nicht mehr viel machen, ne? Nee. Was zu essen bringen? Nö. Aber ich kann den Patienten mal übergeben. So. Wenn man hier, Dr. Stone. Ich habe da einen Patienten, da weiß ich nicht weiter. Und vielleicht könntest du ja mal gucken. Hm. Na gut, so. Alles klar. So, dann untersuchen wir mal die Kleine. Wo hat die Kleine denn? Hm? Bitten zu gehen. Augen untersuchen. So. Oh, hast du Fieber? Da macht es ja gar keinen Sinn, deine Augen zu untersuchen. Nicht gut? Pass auf, Mädel, ich glaube, du hast Fieber. Ich glaube, du hast Fieber. Zeig mal her. Stumpsy, Tisa Web Galaga. Du hast aber sehr hohes Fieber, Mädchen. Lass mich mal kurz einen Blick in deine Ohren werfen. Oh, das leuchtet durch. So. Medizinischen Verständnis übersteigen, werden sie zu der Diagnosestellung an einen Arzt übergeben. Gelernt. Ja, tut mir leid. Mehr kann ich jetzt hier nicht machen. Ich muss dich übergeben. Ich könnte dir noch was zu essen bringen oder Videospiele spielen. Nee, einen Witz erzählen. Weißt du, Mädel, du musst mal lachen. Bankija Surabi. So, jetzt ist das Eis erstmal gebrochen. So, ich erzähle erstmal einen Witz. Nee, komm. So, wir haben keine Zeit zum Schnacken. Wir müssen, ja, das ist richtig Kleines. So, Kleine, ich muss erstmal arbeiten. Der Alien ist krank. Das ist nicht gut. So, der Doktor übernimmt. Der Doktor übernimmt. So. Er wurde auch schon, nee, über Allgemeinzustand reden. Nee, was könnten wir denn hier noch machen? Pfütze aufwischen. Genau, mach mal Ordnung hier. Ja, er lernt. Aber wir müssen mehr Patienten behandeln. So. Er kümmert sich um alles hier. Er ist der einzige Arzt. Das ist nicht gut. So. So. Da wir schon länger warten müssen, bringen wir hier erstmal was zu essen. So, hier.
ganz mau, dich? Ja, ich habe selber Hunger, ich weiß. Hallo? Felinas Bamsoi. Chimmery Lehoin. Sherry Defenden ist krank. Oh nein, wie konnte das passieren? Wo ist er hin? Och, er ist immer noch am Wischen. Junge, du musst ja auch gleich mal einen Snack nehmen. Bring erstmal dem Mädchen was zu essen. Und dann kannst du dir hier auch erstmal was machen. Ja, schnelle Mahlzeit essen, sagt er. Snack kaufen. Speckersatz Salat Tomaten Sandwich. Wir nehmen ein richtiges Sandwich. Hier ist was los. So, Mädel. Ist nicht gut hier, ne? Hier geht nichts voran. Tag in der Klinik, du. So, was muss ich da machen? 0 von 3. Wieso 0 von 3? Ach, ich muss die behandeln. Ich habe ja nur so Untersuchungen gemacht. Ich verstehe. Gut, das heißt, Cappy muss jetzt erstmal hier. Der hat natürlich. Ja. Patientenbehandlung. Jessene Lanaga. Girabu Balsh. Oh, Herabonia Suk. So. Iss erstmal ein Happen. So, und jetzt kümmere dich hier. Hilf mal den Leuten. Und walk nicht so easy-measy da so durch die Gegend. Yo, easy, ne? Ich bin ja der Chiller-Man vom Krankenhaus. Alles wird gut. Alles wird easy. So, pass auf. Vermieter mit den rosa Socken. So, geheilt. Und du kriegst jetzt auch noch eine Spritze, hör mal. Ja, pass auf. Zack, tat gar nicht weh, nicht wahr? So, und du bist geheilt, Kleines. So, und du kriegst auch was. Du wirst auch behandelt. Patient behandeln. So. Das Alien hat Fieber. So, schon mal brav hinlegen. Hier kommt der Easy Walker. Easy Schlendrian. So, guten Tag, ne? Sie haben also Erdenfieber. So, zack. Besser? Sehr gut. Patient geheilt. So, jetzt kann ich mal aufräumen. Mann, hier sieht's aus. Ein Dreckhaufen. So, dann auch noch. Wie lange müssen wir denn noch? Eigentlich haben wir gleich Feierabend. So, das heißt, die letzte Aktion ist den Müll wegbringen. Ne? Rolling, alles gut? So, ein Tag vergeht wie im Fluge. Erfolgreiche Patientenheilung. Nee, nee, nee. So. In 3 Minuten ist Feierabend. Ich bin schon fast weg. Also, mach's gut, ne? Tschüss. So, wir haben 224 Dollars. Ich nenne es Dollars, ja. Was? Angemessene Arbeit. Ja, weil ich das die ganze Reihe da nicht abgearbeitet habe, ne? Ach, es ist doch alles nicht so einfach. Ba, 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 ba. So, 224 verdient. Befördert wurde ich nicht. Ja, toll, Rechnungen bezahlen. Oh, nee, ne? Da geht mein sauer verdientes Geld wieder hin, oder was? Müssen ja die Miete bezahlen. Verdammt.
Wieso läuft eigentlich der Geschirrspüler? Lori ist doch gar nicht da. Das kann man doch noch essen. Hör mal, das ist doch noch gut. Das steht zwar erst seit heute Morgen hier, aber das ist doch noch gut. Gerber? Warble! Ja, dieses Haus ist ein Müllhaufen. Mensch, wir müssen echt umziehen. Aber wie schaffen wir es umzuziehen? Wir brauchen mehr Geld. Das ist das Problem. Hier sieht's aus, ne? Aber wir kriegen auch nicht genug Geld zusammen, wenn wir alle Möbel verkaufen. Jawohl! Irgendwelche Schäden im Haus, um die er sich kümmern kann? Nee. So, was hat er denn für Aufgaben? Drei Patienten behandeln, hat er gemacht. Lori verdient mehr als er? Lori. Du musst unbedingt was essen. So. Zu Abendessen. Nee, warte. Reste nehmen. Was ist denn hier los? Ist gerade dein Telefon gegangen oder was? So, erstmal ein kleines Küchlein. Das muss erstmal reichen. Und jetzt ist sie glücklich. So. Das bedeutet, Lori muss schreiben lernen. Ja, es hat keinen Sinn. Nach der Arbeit. Schreiben üben. Ich dachte gerade, hier ist irgendwie grüner Dampf gewesen. So, Cappy guckt Fernsehen. Der hat ein Leben. Ah, da hinten ist Sticks, die alte Säge. Ah, unser Patient kommt sauer nach Hause. Nee, war er gar nicht. So, was möchte sie denn am liebsten machen? Cappy knuddeln. Oh. So, aber sie muss leider Schreiben üben. Da führt kein Weg dran vorbei. Gut, während sie Schreiben übt. So, er wüsste nicht, was er jetzt noch machen sollte. Drei Bücher zu Ende lesen. Was ist mit ihm los? Angeln sie dir. Romantik. Bauer ohne Frau. Fantasy. Das erste Einhorn. Für Kinder. Ein Kinderbuch. Lucas Dark und die immer unwahrscheinlicher werdende Reihe von Zufällen. Das ist doch mal ein Buch. So, er hat wieder nicht abgezogen. Der Typ. So, er liest, sie schreibt. Hier ist was los bei den beiden. Mann. Ein Arbeitstag. Und zu Hause nimmt die Arbeit auch kein Ende. Ist das die Erfüllung? Ist das wirklich die Erfüllung der beiden? Man weiß es nicht. Sie könnten sich doch auch einfach mal schön draußen auf dem Balkon setzen. Oder mal den Grill anschmeißen. Oder einfach mal das hier genießen. Aber es ist ja immer Nacht. Es ist ja immer dunkel, wenn sie nach Hause kommen. Was ist denn hier? Oh, schöne Werbung. Okay. Hallo? Gut, er liest, sie schreibt. Oh, er ist ein kleiner Sticker. Er stinkt ein bisschen. Und sie? Sie hat schon wieder Hunger.
Ja, so ein kleines Küchlein hält ja auch nicht lange vor, ne? So eine kleine Küchlein, du. Da ist nicht viel. Sie schreibt fleißig für ihren Job. Und wieso muss sie ein Buch schreiben? Ah, sie ist inspiriert. Okay. Tja, so machen beide, ne? So vergeht der Tag der beiden. Er genießt sein Buch. Ach ja. Warte mal. Wir haben keine Möglichkeit, uns irgendwas zu kaufen, weil wir müssen Geld sparen. Was haben wir denn hier? Ach, die Kameraoption, ja. So, wenn ich jetzt... Nehmen wir mal an, ich würde jetzt hier im großen Stil alles ausmisten. Wir kriegen trotzdem nicht genug Geld, um uns ein kleines Häuslein zu leisten. Es ist nicht so einfach. Es gibt keine schnelle Möglichkeit, an Geld zu kommen. Es gibt auch kein Glücksspiel oder so hier, ne? Ja, lies. Lies, Junge. Lies das Buch. Es ist nicht mehr viel. Du schaffst es, Junge. Du schaffst es. Und außerdem ist es 8 Uhr. 20 vor 9. Gut. So. Ja, sie hat es auch gleich geschafft. Das ist gut. So, er hat gelesen. So, das heißt, du kannst hier erstmal verdorbenes Essen aussortieren. Und am besten in die Spülmaschine packen. Oh, Narga, grob. Ja, ist nicht schön, ne? Stimmt, hast du recht. Ist echt nicht schön. So, was kann man denn noch machen? Duschen gehen. Du kannst mal duschen gehen. Denn du bist ein kleiner Stinker. Und so geht es weiter im Leben der beiden. Und sie hat es auch fast schon geschafft. Wunderbar. Dann ist sie schon wieder einen Schritt der Beförderung näher. Nee, nicht du. Sie. Komm, du schaffst es. Schreib schneller. Er duscht ausführlich da hinten. So, sie hat es geschafft. Sehr gut. Ah, Ende. Und jetzt wird erstmal Käppi geknuddelt. Er trinkt ein Glas Wasser. Wie cool ist das denn? So. Knuddeln. Hallo, mein Schatz. Oh, ich hab's geschafft für heute. Ja, machen wir uns einen gemütlichen Abend. Ja, einen gemütlichen Abend, in dem wir einfach mal schlafen gehen. Vorher noch eine Diskussion über die neue Sorte Kaffee führen. Und am liebsten würde er auch mal zum Sport gehen. Und er beglückwünscht sie, dass sie so viel geschrieben hat. Und dennoch. Wird es Zeit zum Schlafen. So. Was hat er denn vor? Kennenlernen. Barovi Sensen, Gorch Veriki. Zieh ihn jetzt vor. Schlafen gehen. Und du gehst auch schlafen. Es ist nämlich spät und morgen ruft wieder die Arbeit. Gute Nacht.